Habt ihr euch im Vorfeld schon Gedanken gemacht, ob euer Setup stimmt, um zum offiziellen Start von FIFA 23 am Freitag, den 30.09. richtig loszulegen? Wir zeigen euch in diesem Video, wie ihr bei euch daheim die besten Voraussetzungen zum FIFA-Zocken schafft. Fangen wir erst bei der Internetverbindung an. Wenn möglich, sollte man bei seinem eigenen Setup ein LAN-Kabel, auch genannt Ethernet-Kabel, an sein Endgerät anschließen, um die beste und konstanteste Verbindung zu den FIFA-Servern bzw. auch zum Gegner zu garantieren. Beim zweiten Punkt geht es um den Controller. Das mitgelieferte USB-Kabel, wenn überhaupt noch ein USB-Kabel mitgeliefert wird, stimmt Sony, wird meistens zum Aufladen und Updaten von unserem Lieblingsperipheriegerät genutzt. Aber wusstet ihr schon, dass ihr mit einer kabelgebundenen Verbindung schnellere Tasteneingaben erzielt im Vergleich zum kabellosen Einsatz? Kabelgebundene Controller übertragen deine Eingabedaten wesentlich zuverlässiger als kabellose Controller. Falls ihr trotz dessen nicht den Controller kabelgebunden einsetzen wollt, raten wir euch zumindest, dass ihr sicherstellt, dass der Akku von eurem Controller immer voll aufgeladen ist, sodass dieser nicht während einem wichtigen FUT-Champ-Spiel einfach mal ausgeht. Am besten hat man hier zwei Controller am Start, ein Controller ist am Laden und mit einem wird gezockt, sodass während langen FIFA 23 Sessions ein reibungsloser Übergang von aufgeladenem zu entladendem Controller gegeben ist. Boah, jetzt habe ich tatsächlich innerhalb von einer Minute öfter Controller gesagt als in diesem Drake-Song. Aber egal, gehen wir zum nächsten Punkt, und zwar dem Monitor und dem TV. Und zwar zocken wir auf TVs oder auf Monitoren mit einem geringen Input-Lag. Ein Input-Lag ist, by the way, die Verzögerung zwischen eurer Controller-Eingabe und der jeweiligen Aktion auf dem Bildschirm. Je höher der Lag, desto länger dauert es, bis der Befehl im Spiel umgesetzt wird. Eine große Verzögerung ist besonders fies bei Videospielen, in denen es stark auf Reaktion ankommt. Dank der folgenden Tabelle von ratings.com sehen wir die Top-TVs und Top-Monitore mit sehr geringem Input-Lag. Speziell gilt noch bei den TVs, dass ihr unbedingt in den eigenen Bildeinstellungen den Spielemodus einschaltet, um den geringsten Input-Lag zum Zocken zu erzielen. Nachdem wir jetzt alle Hardware-Fragen geklärt haben, brauchen wir jetzt nur noch das Game FIFA 23 und eine Online-Mitgliedschaft. Hier kommt unser Sponsor Instant Gaming ins Spiel. Dank dieser seriösen und verifizierten Keyseller-Plattform kommt ihr günstig an Guthaben von jeglichen Gaming-Plattformen. Wenn ihr eine Xbox oder PlayStation der letzten oder aktuellen Konsolengeneration habt, sowie eine Nintendo Switch oder einen PC, dann findet ihr auf der Startseite unter dem jeweiligen Reiter die Guthabenkarten für den Store bzw. Keys für Online-Mitgliedschaften. Mit unserem Link in der Videobeschreibung bzw. in unserem YouTube-Banner kannst du dir bei Instant Gaming einen Rabatt sichern und so FIFA 23 in der Ultimate Edition für ungefähr 73 Euro sichern. Kommen wir zu den Ingame-Einstellungen in FIFA 22 respektive FIFA 23. Ich gehe schwer davon aus, dass zu 90% das FIFA 23-Menü dem von seinem Vorgänger ähnelt. Und deswegen stelle ich bei den Kameraeinstellungen die Koop-Kamera ein, um das komplette Spielfeld zu überblicken. Außerdem stelle ich nur die Kamerahöhe auf 17. Bei den Controller-Einstellungen benutze ich folgendes Setup und hier möchte ich nur spezifisch auf zwei Punkte eingehen. Einmal das Auto wechseln, das benutze ich immer auf manuell, da ich mir nicht vorschreiben lassen mag, wann mein Spieler gewechselt wird. Der zweite Punkt wäre das Festlegen des Passempfängers. Das stelle ich auf früh, wenn ich merke, dass an Wochenenden zum Beispiel die FIFA-Verbindung relativ träge ist. Sollten die FIFA-Server konstant gut laufen, dann stelle ich den Passempfänger auf spät ein. Bei den visuellen Einstellungen stelle ich beim HUD Namensleiste und Anzeige ein und bei Spieleranzeige Spielername. Denn so weiß ich immer beim Verteidigen, gegen welchen Spieler ich spiele und ob das Spiel laggt dank der Verbindungsübersicht mit der Ping- und Verbindungsanzeige. Zu guter Letzt lasse ich euch noch meine Audioeinstellungen wissen, die ich perfekt angepasst habe, um den nervigen FIFA-Kommentator inklusive der Ingame-Musik nicht mehr hören zu müssen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und lasst uns unten in den Kommentaren wissen, wie euer Setup für FIFA 23 ausschaut und wir sehen uns im nächsten Video.